Peggy möchte Al mit Essen zur Arbeit motivieren, was nicht so ganz klappt. Hörst du nicht, wie der Speck schon brutzelt? Al, Marcy ist hier. Das hilft nichts, ich bin immer noch hungrig. Ich bin satt. Marcy hat mit zwei Handwerkern gesprochen und glaubt, ein tolles Angebot wahrnehmen zu können. Aber seine Philosophie ist, wozu ein Haus verschönern, wenn man sowieso nur darin wohnt? Die Handwerker bieten ihr an, ihre Auffahrt für $500 zu asphaltieren. Kannst du dir etwas Besseres vorstellen, den Wert deines Hauses zu steigern und dabei Geld zu sparen? Klar, pack deine Koffer, Schatz. Selbst wenn man die Inflationsjahre wohlwollend betrachtet, dann kostete auch damals die Asphaltierung einer Auffahrt sicherlich viel, viel mehr als $500. Selbstverständlich hauen sie wieder ab, weil sie nämlich Gauner sind. Al erkennt den Schwindel und veräppelt Marcy, welche jedoch hartnäckig bleibt. Und dann sollen wir auch noch glauben, dass diese beiden Jungs Marcy sehen und freiwillig zurückkommen. Marcy baut langsam eine leichte Abneigung gegen ihren vermeintlichen sexistischen Nachbarn auf. Du, ich bin nicht sexistisch. Ich sage nur, Frauen haben von nichts eine Ahnung. Und es kommt, wie es kommen muss. Knapp 5 Sekunden, nachdem Al das Haus verlassen hat, erfährt Marcy, dass er tatsächlich recht hatte. Die Bullen haben gerade diese zwei Kerle mit der alten Asphaltnummer hochgenommen. Aber sie nehmen nur Öl und wenn es regnet, läuft die Schmiere weg. Ich schwanke zwischen Käsepuis und wow, Al hatte recht. Selbstverständlich will Marcy ihre Inkompetenz nicht zugeben, also leidet sie ab sofort unter Sexalbträumen von Al, kann nicht mehr schlafen und ihr wird schlecht, wenn Steve Sex von ihr möchte. Eigentlich haben mit dieser Situation alle anderen gewonnen. Doch langsam wird Peggy eifersüchtig, weil sich Al in Marcys Träumen herumschleicht. Hat er Füße? In meinen Träumen hat Al einfach keine Füße. Wo warst du, als ich geträumt habe, ich würde ertrinken? Wie kann ich schwimmen? Du sagst doch, ich habe keine Füße. Natürlich wird Marcy sofort von Peg verraten. Ich bin gedemütigt. Dann mund richtig auf. Endlich gibt sie vor Al zu, dass sie Unrecht hatte und alles ist wieder gut. Du hast mich also nicht begehrt? Du hattest ja nicht einmal Füße. Dafür hat jetzt Al Albträume von Marcy. Ich komme gleich rauf. Aber warte nicht zu lang. Tiger.